Die Brauerei Pfesch im innviertlerischen Treubach. Üblicherweise arbeitet Martin Ehrlinger alleine. Für seine vier Sorten braucht's vor allem eins: ganz viel Handarbeit. Flaschenabfüllung inklusive. Heute allerdings hat er sich einen Helfer geholt. Und zwar nicht irgendeinen. Es ist Braukollege Alexander Schiemer. Der ist heute als Heferlgucker in der Mini-Brauerei. Frieren, gell? Ja, natürlich, dass wir da ein schönes Bier zusammenbringen. Austausch ist immer ganz wichtig. Wir arbeiten gern zusammen. Ich schaue mir gern andere Brauereien an. Wir trinken auch ganz gern andere Biere zum Probieren. Wenn man irgendwo was anschauen kann oder mit irgendwem anreden kann und sagt, okay, weißt du, ist das gescheiter, wenn ich so tue oder so, dann braucht auch da keiner irgendwo sagen, ja, das ist jetzt der Blödsinn, wenn man der ist ein kleiner Brauer, der soll machen, was er will. Und das gibt es bei uns in der Bierregion Gott sei Dank nicht. Der eine macht sein Wohlgartelbier, der andere das Pfesch. Von beiden gibt es vier Sorten und doch kommen sich beide Brauer nicht in die Quere. Im Gegenteil, beide sind Teil von der Bierregion Innviertel. 10 Brauereien sind in dem Verband und wenn es hart auf hart kommt, hilft man sich auch gegenseitig. Nein, das ist wirklich ein sehr gutes Bier. Man steht hier und da vor einem Problem oder man sagt irgendwo mal, okay, jetzt stehe ich da an, ich möchte da eine gewisse Sache rausholen und dann fragt man schon, du, wie kann ich das machen, dass ich das und das rausbringe? Oder der Geschmack, ich weiß nicht, ich habe da einen Fehlgeschmack und dann nimmt man halt einmal ein Bier mit oder lässt nachher die Braumeister unserer Bierregion einmal drüber kosten und die sagen, hey, weißt du was, da und da, da hast du im Hintergrund einen anderen Geschmack noch drin. Wenn man den weg anbringen möchte, dann muss man das und das tun. Und man darf ruhig auch zugeben und sagen, okay, ich hole mir die Tipps, weil nur miteinander schafft man das, dass wir ein gutes Bier brauen. Und ich glaube, die großen Brauereien, die es bei uns sind, helfen uns da sehr gut. Perfekt und sehr gut. Nicht nur geschmacklich hilft man sich aus, auch bei Rohstoffen kann es mal knapp werden. So wie im ersten Lockdown. Die Kisten Bier außer, die brauchen wir noch nicht. Martin wollte Bier brauen. Wollte sie sein Malz herrichten, ist draufgekommen, dass ihm das Weizenmalz ausgegangen ist oder er zu wenig hat. Ruft mich an, sagt der Alex, hast du zufällig ein Salk Weizenmalz über, den was du mal leichen kannst? Du gehst sicher, komm. Hol dann, brauchst du gar kommen. Ja, passt, kommt er. Natürlich kommt der Martin nicht allein, weil er nimmt natürlich Familie auch mit. Dann sitzen wir ein wenig beieinander und trinken wir ein paar Bier, haben natürlich übers Bierbrauen geredet und hätte man beim Wegfahren fast vergessen, dass er das Malz mitnehmen will. Tragen wir es rein. Und die Schulden werden dann auch wieder beglichen. Da höre ich wieder gern dran. Und wer glaubt, dass in der Pfeschbrauerei andere Sorten wie das vom Alex tabu sind, irrt. Ich trinke gern andere Biere auch. Es ist sogar so, wenn wir Brauseminare haben, da habe ich eigentlich immer die Innviertler Probierbox bei mir da. Und da probieren wir wirklich alle Biere aus der Bierregion durch. Da habe ich eigentlich von jeder Brauerei ein Bier da. Da werden die eigenen Biere getrunken und dann bei der Bierverkostung von den 10 Brauereien jeweils das eine Bier. Natürlich nicht das ganze Flaschel, sondern man bringt auch mit einem kleinen Schluckerl sehr viel zusammen. Viel Zaum kommt auch bei Martin Ehrlinger. Dass er überhaupt noch Zeit zum Bierbrauen hat, ist überraschend. Ich baue mir die Flaschen wieder ein. Ich habe Landwirtschaft daheim. Also wir haben einen Biohof. Unser Haupterwerb ist da der Dinkel. Also wir haben Dinkelmöhe, Dinkelspötzen, alles was dazugehört. Nebenbei natürlich die Brauerei, die haben wir 2011 gegründet. Haben wir angefangen zum Brauen. 2015 ist dann der Bürgermeister dazu gekommen, ich bin Bürgermeister von Treubach. Und dann bin ich noch Teilzeit Konstrukteur bei einer großen Firma. Und da mache ich Aluminiumgießereien. Mit dem Bierbrauen aufhören ist dem Tausendsasser aber noch nie in den Sinn gekommen. Zu groß ist die Liebe und Leidenschaft fürs Bier. Und zu besonders sind die Freundschaften, die sich durchs Bier und durchs Bierbrauen ergeben haben.